Die Luftschläge gegen Syrien ein voller Erfolg, das sollen diese Vorher-Nachher-Luftaufnahmen der US-Regierung beweisen. Die Gebäude zerstört, doch zivile Opfer habe es nach US-Erkenntnis keine gegeben. Lächelnd und völlig unbeeindruckt von den Militärschlägen gibt sich Syriens Machthaber Bashar al-Assad, als er gestern russische Politiker in Damaskus trifft. Der Westen diskutiert unterdessen neue diplomatische Ansätze für Syrien. Frankreichs Präsident Macron sagte in einem TV-Interview, er wolle Russland und die Türkei an den Verhandlungstisch holen. US-Präsident Trump habe man zum Angriff überreden müssen. Wir haben Präsident Trump überzeugt, dass wir in Syrien länger bleiben müssen. Wir haben ihn auch überzeugt, dass wir die Militärschläge begrenzen müssen, vor allem nachdem die Dinge über die Tweets etwas aus dem Ruder gelaufen sind. Dem widersprechen die Aussagen aus Washington. Aus dem Weißen Haus heißt es, Trump wolle die US-Truppen so schnell wie möglich nach Hause holen. Solche Bilder sollen zeigen, dass die Luftschläge präzise durchgeführt worden seien. Dies angeblich ein Chemielabor laut syrischer Angaben, ein pharmazeutisches Institut. Untersuchungen über den Giftgasanschlag in Douma haben inzwischen die Chemiewaffeninspektoren aufgenommen, hier Syriens Außenminister Mikdad nach einem Treffen mit den Experten. Der russische Präsident warnte die USA unterdessen vor weiteren Angriffen. Chaos in den internationalen Beziehungen wären die Folge, sagte Putin nach Kreml-Angaben. Gemeinsam mit Frankreich will Deutschland eine neue Friedensinitiative für Syrien vorstellen, heute beim EU-Außenministertreffen. Ziel sei zunächst ein Waffenstillstand und der gesicherte Zugang von Helfern in Syrien, dann eine umfassende Resolution im UN-Sicherheitsrat. Die USA dagegen bleiben hart. Die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley hat neue Sanktionen gegen russische Unternehmen angekündigt, die in Verbindung mit Assad stehen. Heute sollen sie bekannt gegeben werden.